and pop is dead. And pop is weak. Yeah, only rock is left. But it's buried 6 feet. Die muskuläre Kraft eines Menschen ist eine Komponente, die uns schon seit Jahrtausenden fasziniert. Ob zu früheren Zeiten zur Jagd, im Kampf, auf langen Märschen oder heute bei sportlichen Herausforderungen, körperlichen Arbeiten, nach operativen Eingriffen und vielen weiteren Ereignissen. All diese Momente sind Momente, die oft von Spekulationen über die Leistungsfähigkeit Einzelner begleitet werden. Ob mit Aussagen wie, der ist stark wie ein Bär, der berühmte Lauf nach Marathon, der Olympiasieger von und viele weitere lassen die nahestehende Bewunderung erahnen. Zwar wirkt diese Subjektivität stets schmeichelnd und ist nicht immer verkehrt, doch im Leistungs- und Gesundheitssport ist es nicht ausreichend, sich auf spekulative Leistungsmerkmale zu verlassen. Kraft muss messbar gemacht werden. Desto genauer wir Leistungspotenziale bestimmen können, umso zielorientierter können wir Trainings- und Belastungssteuerungen vornehmen. Das ist vielen Trainern, Sportlern und Therapeuten bewusst. Aus diesem Grund gibt es heutzutage viele gute Leistungsmessverfahren. Fox Health Systems hat mit einer Gruppe von Experten daran gearbeitet, verschiedene Messverfahren zusammenzufügen, diese für den Kunden leicht umsetzbar zu gestalten und miteinander vergleichbar zu machen. Die webbasierende Lösung beherbergt viele umfangreiche Testverfahren, ist dennoch sehr übersichtlich dargestellt und einfach zu bedienen. Nachdem ihr euch einer klassischen Registrierung unterzogen habt, loggt ihr euch einfach ein, legt euer eigenes, individuelles Profil an und verwaltet eure Kunden. Jedem Kunden stehen neben einer Anamnese auch viele Tests zur Verfügung. Ob Krafttests, Ausdauertests wie der Cooper-Test, der Harvard-Step-Test oder ein klassischer 1000-Meter-Lauf, auch die 7-Falt-Methode mit Kaliper zur Bestimmung des Körperfettanteils, Body Dimension zur Visualisierung der Körperumfänge mit Hilfe grafischer Darstellungen, auch die Bestimmung des BMIs sind natürlich mit enthalten. Am Ende werden alle durchgeführten Testergebnisse gespeichert und in ihrem Verlauf dokumentiert, sodass Leistungsentwicklungen dargestellt werden können. Darüber hinaus ist es Fox Health Systems sogar gelungen, ein neues, innovatives Testinstrument zu entwickeln. Ein Gerät, das eine elektronische Muskelleistungsauswertung ermöglicht, kurz EMLA. EMLA bietet eine unzählige Menge an Testungen. Fox Health System stellt mit seinem Benutzermanual 8 Übungen dar, die auch vom Benutzer nicht veränderbar sind. Doch darüber hinaus genießt der jeweilige Trainer oder Therapeut die Möglichkeit, seine eigenen Testmuster anzulegen und durchzuführen. Und so funktioniert's. Zunächst wählt ihr den Testbutton EMLA und schaltet das Gerät an. Am Beispiel der Brustmuskulatur greift ihr EMLA mit versenkten Griffen an den Enden, haltet die Arme waagerecht nach vorne und drückt mit unverändertem Arm- und Schulterwinkel so fest ihr könnt. Ihr klickt auf Play, die Daten werden übermittelt. Fertig. Eine weitere Übung mit Einsatz der mitgelieferten Schlaufe ist die untere Rückenmuskulatur. Beide Griffe sind herausgezogen, die Schlaufe führt durch einen der beiden Griffe, ihr steht auf den EMLA-Steg, greift das andere Ende von EMLA, der Trainer passt die Schlaufenlänge an, ihr klickt auf Play, die Daten werden übermittelt, fertig. Das Einsatzgebiet von EMLA ist nahezu grenzenlos und absolut individuell. Von der Imitation sportartspezifischer Krafttests, Krafttests, die im therapeutischen Bereich Post-OP stattfinden, oder die Entdeckung muskulärer Dysbalancen und die entsprechende Dokumentation im Verlauf des Ausgleichstrainings, Kraftmessungen nach Vorgabemuster im Fitness- und Gesundheitssport für klassische Leistungsdokumentationen oder auch einfach nur zur Anheizung des leidenschaftlichen Wettkampfgedankens im gegenseitigen Vergleich. www.fox-health-systems.de